Hallo Leute, willkommen bei Clever Angeln. Ich habe heute wieder was ich euch zeigen möchte, weil ich es relativ clever finde. Heute geht es darum, dass ich euch mal wieder zeige, wie ich Haken binde. Heute werde ich euch meine beiden Maschinen zeigen, die ich dafür benutze, wenn ich im Winter bzw. im Herbst nicht mehr so oft rauskomme. Dann kümmere ich mich eben meistens darum, dass eben mein Angelzeug wieder komplettiert wird. So, was ich übers Jahr verbrauche, fülle ich halt im Herbst wieder auf. Heute geht es eben darum, wie man Vorfächer macht. Der Vorteil dabei ist, bei gekauften, fertigen Hakenpäckchen, die ich natürlich auch nehme, da weiß ich nie genau, was für eine Qualität hat die Schnur. Die Stärke ist meistens drauf, aber wie gesagt, die Tragkräfte nicht. Wenn ich meine Vorfächer selber binde, mit der Maschine eben, dann weiß ich, A, der Knoten ist durch die Maschine eben vernünftig und gleichmäßig und B, ich kann meine Schnurstärken selber wählen und variieren und auch die Qualität der Schnur eben selber wählen. Wie das geht, das zeige ich euch gleich. Der erste Schritt ist, den Haken in die Maschine einzulegen. So, als nächstes nehme ich die Hauptschnur hier. Das ist eine 30er Schnur und ich finde die Eigenschaften ganz gut, weil die Stöße ganz gut abfedert, da ich nun mal mit geflochtener Hauptschnur angle. Das ist mein kleiner Puffer. Zum Aalangeln mache ich das ganz gerne so. Jetzt lege ich die Schnur in den Schnurhalter ein, in den Clips hier und lasse so ungefähr ein bisschen mehr wie ein Finger lang rausstehen. Dann kommt die Schnur in den Schlitz. Einmal oben rum und jetzt nicht hinter, sondern vor dem Haken und wieder nach hinten durch den Schlitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Umdrehungen gemacht. Die Schlaufe nach unten durchgeschoben. Festgezogen, bis der Haken springt. Dann kann er auch raus. Noch mal ein bisschen nachgezogen und schon ist der Haken am Vorfach. Jetzt mache ich mir den noch auf Länge. So, das sind etwa 55 cm bis hier. Ich schneide das nicht vorher ab, weil dann verschwendet man Schnur, sondern ich mache jetzt die Schlaufe und zwar eine Doppelschlaufe. Die hält ein bisschen besser. So, und jetzt kann ich abschneiden und schon habe ich ein fertiges, etwa 55 cm langes Vorfach. So, das machen wir jetzt nochmal. Ich nehme jetzt mal einen größeren Haken. Der Haken ist ein bisschen dick für den Hakenhalter. So, Schnur rein. Einmal rum, vor dem Haken nach hinten. In diesem Fall drücke ich den Haken ein bisschen noch nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Umdrehungen gemacht. Die Schlaufe nach vorne gedrückt, bis es Klack macht. Und fertig ist der Haken am Vorfach. Ich kann ja mal versuchen, richtig schön nah zu zeigen, wie das aussieht. Ne, saubere, aufeinanderliegende Wendeln. Jetzt hänge ich wieder mir den Haken hier vorne an den Tisch und mache die Schlaufe. Ne, dafür hänge ich den Haken hier an die Tischkante quasi einfach dran. Ne, dann ist er fixiert. So, Schlaufe fertig. Und fertig ist der Haken. Einen letzten mache ich noch mit euch zusammen. Ich versuche es nochmal ein bisschen besser zu zeigen. Klappe auf. Haken rein, bis er fixiert ist. Haken schon mal nach hinten gesetzt. So. Jetzt packe ich die Schnur in den Clip
Ungefähr so. Dann einmal hinten rum und einmal vorne rum, so dass es hinten in der Mitte raus zeigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal ungefähr wendel ich die Schnur um den Haken und dann wird festgezogen. So. Haken nochmal nachgezogen. So, abgeschnitten ist er auch schon. Haken wieder an der Tischkante eingehangen. Bei meiner Markierung die Schlaufe gemacht. Einfach eine simple Schlaufe. Dann nehme ich die zwischen zwei Finger und mache stinknormalen Knoten. Ich mache ihn halt nur doppelt. Ziehe das Ganze zusammen. Dann sieht er so aus, wie gehabt. Abschneiden, fertig. So, Vorfächer sind auch alle ungefähr gleich lang. Bei mir in meinem Fall jetzt 55 cm. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich hebe mir, wie gesagt, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, immer die alten Hakenpäckchen auf. So, jetzt nehme ich mir das Hakenpäckchen und so einen fertigen Haken. Die habe ich mir nach dem Wickeln bei mir an die Kiste gehangen. So, nehme den Haken zwischen Daumen und Zeigefinger und wickel die Schnur um den Haken oder um die Finger herum. Nachdem das erledigt ist, mit dem Nagel zwischen die beiden Finger, die Schlaufen von der Hand gezogen und jetzt einfach eins, zweimal um den Angelhaken herum und dann geht die Schlaufe nicht mehr auseinander, die ich gemacht habe. So. Und jetzt kann ich das in mein Hakenpäckchen packen. So. Und sieht jetzt so aus, wie als hättet ihr gekauftes Hakenvorfach gehabt. Das mache ich mit dem anderen auch nochmal. So, Finger rein. So, Schlaufen runter von den Fingern. Zweimal um den Haken. Eine freie Tasche gesucht. In dem Fall ist das nicht schwer, weil bis auf eins sind sie jetzt alle leer gewesen. So, Vorfach reingefummelt, bisschen nach unten geschoben. So, und das nächste Vorfach. So, die Arterienklemme nehme ich nur zur Hilfe, damit ich nicht jedes Mal neue suchen muss, wo der nächste freie Platz ist. So kann ich die in einem durch auffüllen. Ich kann ja nebenbei was erzählen zu den Preisen. Also gekaufte Hakenpäckchen werden euch ungefähr dasselbe kosten, als wenn ihr sie selber macht. Der Vorteil ist halt, hier auf der Spule waren jetzt 400 Meter mal drauf gewesen an Schnur. Das heißt, ich würde knapp 730 Vorfächer daraus binden können. Und 100 Angelhaken kosten mich ungefähr 4 Euro. Plus die Zeit, die ich brauche, um sie zu bauen, natürlich. Wie gesagt, das ist ungefähr genauso teuer, als wenn ihr euch 10er Päckchen kauft für 1 Euro. Nur hier wisst ihr, welche Schnurstärke und welche Tragkräfte ungefähr drauf sind. Das ist der Vorteil daran. Und ihr könnt natürlich mit der Länge variieren, so viel wie ihr wollt. Und euch Vorfächer bauen in beliebiger Länge. Falls ihr mal am Forellenteich mit Spirulino angeln wollt oder eben Futterkörbchen-Vorfächer kurz oder lang braucht.
Ihr braucht ihr nicht noch zusätzlich Schnur dazwischen flicken, sondern ihr baut euch die Vorfächer genau so, wie ihr sie haben wollt. Ja. So. Wie gesagt, das war jetzt Hakenbinden mit der Maschine. Jetzt habe ich noch drei Fächer frei. Das Ganze geht natürlich auch klassisch, wenn man sich Vorfächer bauen will. Das ist schon eine Weile her, ich versuche es einfach nochmal. Aber das ist gar nicht so schwer. So, man fängt an und macht eine Schlaufe. Packt den Haken dazu und nimmt das kurze Ende und macht im Prinzip jetzt dasselbe wie bei der Maschine, nämlich man wickelt jetzt um die Schlaufe und um den Hakenschaft einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal herum. Man darf Daumen und Zeigefinger, ihr seht, das wird richtig blass, weil ich so fest drücke, auf keinen Fall loslassen. Steckt das Ende durch die anfängliche Schlaufe und zieht, ich mache das immer rechtwinklig, zieht so ein bisschen rechtwinklig vom Haken die Schlaufe zu. So. Und fertig ist der klassische Plättchenknoten. So, Knoten noch nach oben schieben vors Plättchen. Und natürlich den Überstand abschneiden. So, und fertig ist von Hand gebundenen Vorfach. Auch hier genau dasselbe. Ohne die Schnur vorher abzuschneiden, damit man keine Verschwendung hat. Die Schlaufe gebaut, später für den Wirbel oder Einhänger oder was auch immer ihr nehmt. Und einrollen. Ihr könnt die Einrollschlaufen größer, kleiner, wie auch immer ihr das wollt, machen. Bei mir haben sich zwei Finger bewährt. Man kann auch drei Finger nehmen, das ist Wuppe. Und schon habe ich 7 Vorfächer fertig. Und das Ganze in nicht mal einer Viertelstunde. Das ist für mich so ein Winterbasteltag, weil Angeln ist nicht nur Fische aus dem Wasser zerren für mich, sondern da gehört halt noch ein bisschen mehr zu dem Hobby. Aber das habe ich schon ungefähr 1000 Mal erwähnt. So, Leute, das war's. Ich hoffe, es war interessant für euch so ein bisschen zu gucken. Ja, so kann man sich Vorfächer selber bauen. Und man muss sie nicht immer kaufen. Weil hier hat man dann freie Auswahl in Schnurstärke, Schnurlänge, allem anderen Parametern, die man halt bei Fertigkaufpäckchen hinnehmen muss. Hier kann man sie variieren, wie man möchte. Ciao, ciao, viel Spaß und wir sehen uns wieder.